Ja, hallo, wir sind wieder hier. Wir haben ja in der letzten Folge es geschafft, von der riesigen Horde Untoter zu entkommen. Und wir sind jetzt hier auf dem Militärgelände und sind jetzt natürlich mal gespannt, was uns hier jetzt noch erwarten wird. Okay, jede Menge Munition zum Einsacken. Können wir auch gebrauchen. Rucksäcke, Koffer, Reisetaschen. Und ziemlich spannende Musik. Grelle Lichter. Na, guck mal an da drin. Da kommt man nicht hin. Noch nicht. Aha. Alles klar. Wir haben mal Nein, wieder sie sind Gäste. drin. Nicht gut. Nicht gut. Ein Schlängelweg. So, wir sind an dem Panzerfahrzeug vorbei. Bisschen hoch, he? Untere Teil können wir nicht wegmachen. Aber hier aufmachen. Okay, andere Seite hat's was. Na gut, da sind wir jetzt schon dran vorbei. Da wird ja nicht allzu viel Munition drin sein, dass wir die jetzt unbedingt brauchen. Aber hier wäre ein Türöffner. Brauchen wir eine Karte für. Nein, nein, nein. Das ist nicht das Camp, weil das Camp zur Hölle gegangen ist. Hier ist verdammt noch mal niemand. Ich bin die ganze Zeit einer Sackgasse gefolgt. Ja. Ich überlebe Ewigkeiten in diesem Loch und ihr Idioten habt ein komplettes Militärcamp in einer Raffinerie, die ihr nicht verteidigen könnt? Ihr müsst verdammt dämlich sein! Na gut, die Waffe. Haben wir wohl schon, ne? Verdammt! Mach schon, Wichser! Mach schon, Fred! Mir reicht! Mach schon! Was habt ihr? Mach's schon! Ist das alles, was ihr drauf habt? Ist das alles, was ihr drauf habt? Mach's schon! Ich sag's dir, Ben, ich bin jetzt nicht in der richtigen Stimmung. Aber wenn du kommen willst, dann los! Nehmt das, ihr Wichser!
Hurensöhne. So. Okay, das war wieder ein ganzer Haufen. Und die sind alle über den Zaun geklettert. Toll. Irgendwie so richtig sicher ist man hier wohl nirgends. Pistole. Ja, Pistole haben wir. Ja, man muss mit allem rechnen, dass so jemand dann auch wieder aufsteht. Wir würden ja gerne diese Karte haben wollen für die Tür. Vermutlich liegt die hier schon irgendwo rum. Closet. Irgendjemand muss doch. Für die Tür hier eine Karte haben. Kartenschlüssel benötigt. Ja, ist eigentlich klare Sache, weil wir können ja hier jetzt nicht über den Zaun springen. Wir sind da nicht fit genug für. schon gar nicht mit der Stimme. Aber bin davon überzeugt, ach, das macht wuschig im Kopf, dass hier irgendwo dieser Kartenschlüssel rumliegen wird. Da, da sind Schränke. Hier nicht drin sein. Beziehungsweise der Kartenschlüssel. Aha, da haben wir ihn ja. Eine Schlüsselkarte. Gut, jetzt kommen wir natürlich da zur Tür hin. Ja, ist keine schlechte Idee. Gut, 100%. So, mal sehen. Jetzt geht's wohl indoor weiter.
man hört wieder jede Menge von denen trapsen. Jede Menge. Ihr Blöden! 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 Arschlöcher! Arschloch! Arschloch! Also nicht jetzt falsch verstehen. Das bin nicht ich, der da redet, ja? So, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Können wir nichts machen? Was schaust du an? Schaust du mich an? Willst du etwas davon? Mach schon, mach schon! Was habt ihr? Du bist Abschaum! Wo ist denn hier jemand? Wo ist denn hier jemand? Ich höre nur und sehe nichts. Bin ich jetzt blöd, oder was? Hier ist doch niemand. Niemand zu sehen? Das hört sich an, als wie wenn sie direkt neben mir stehen. Da geht's ja auch nicht weiter. Da ist eine Tür. Okay. Da ist ein Fahrstuhl und eine Leiter. Die ganzen Bedienpulte da, die gehen uns offenbar nichts an. Wir nehmen mal die Leiter. Und stehen hier wieder vor der Tür. Verflixt und zugenäht. Aha. In Ordnung. Ich werde. Vielleicht ist es so besser. Es darf niemand durchkommen. Verflucht seid ihr alle! Verdammt!
Verflucht seid ihr alle! Ich habe genug von euch! Ich habe genug von euch! Ich habe genug von euch! Jetzt. Ich friere. Ich friere. Wieso frierst du denn jetzt? Ist doch alles. Ich friere wahnsinnig. Warum? Meine Herren. Das waren mal richtig Massen, ne? Von überall. Eine Tür zum Öffnen. Da hinten geht's wohl wo rein. Nicht mal, wo ich bin. Jetzt fängt er langsam an durchzudrehen, wa? Ja, gut. Sagen wir mal so, wir sind jetzt hier mitten noch dabei, die Geschichte hier zu erkunden. Und für jetzt lassen wir es erstmal dabei. Und ich bedanke mich mal wie immer bei euch für euer Interesse. Und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Exposito. Schnitt.